Da sind wir wieder bei Halo Spartan Strike. Und zwar in der Bonuskampagne Mission 3 mit einem Fuß in der Tür. Gamma Halo 2557. Die Entschlüsselung der in Neuen Mombasa geborgenen Blutsfederglyphen hat das MND 5 Jahre gekostet. Die Glyphen führen zu einem Ort auf Gamma Halo. Helfen Sie bei der Errichtung einer vorgeschobenen Basis, von der aus der Halo-Ring erkundet werden kann. Wieder nur 105 Punkte. Ich nehme trotzdem wieder einen Bonus. Punkte-Bonus mit. Welcome to Gamma Halo. Fahrzeuge. They point to a location here. But before investigating it, we need to establish a secure base of operations. Take out the commanders. Marines can mop up the rest. Ich glaube, ich bin gerade noch mal voll in den Schuss reingefahren. Ist er hier der Kommandant oder was? Ja. Hier stellen sie mir aber viele Fahrzeuge zur Verfügung. Und dem gerade noch einer, noch ein Warthog. Marines will clear this area. Schön rübergerollt. Oh, oh, okay. Good work, Spartan. Keep pushing. Wie passend, dass ich tatsächlich hier versuche weiter zu pushen. Oh, oh, das ist ein Getarnter. Zieh ich. Erwischt. Man kommt hier tatsächlich überall so ein bisschen durch, mit ein bisschen Geduld. Und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Oder indem man sich einfach wahnsinnig reindrückt. Nee, ich bleib beim Warthog. Mit seiner drehbaren Kanone gefällt mir der ehrlich gesagt besser. Auch wenn die Kanone von diesem Gleiter, glaube ich, ein bisschen stärker ist. Hä? Wo soll denn der sein? Ja, das ist natürlich mit Absicht, dass ich hier rückwärts fahre. Jetzt hänge ich fest, ich hänge fest, ich hänge fest. Weg. Oh, also machen wir es bald. Ich würde mich gerne wieder nach vorne drehen. Ah, okay. Wie viele Punkte waren das? 105 oder auch wieder 95? 105, glaube ich, oder sowas in dem Dreh. Das sollte zu machen sein. Ist ja schon der Vorletzte. Ja, versteck du dich ruhig. Oh ne. Ach, jetzt tausche ich doch mal. Wenn sie mir schon so viele vor die Füße legen. Ach, genau. Sehr gut. Dann kann ich nämlich auch noch was erzählen. Als ich hier die Mission nochmal gemacht hatte, um die Punkte zu holen, habe ich dann auch mal geschnallt, wieso dieser Gleiter manchmal eben diese Intervallschüsse macht, diese Salven, und manchmal eben so einen Doppelschuss. Und das kann man einfach selber einstellen, indem man einmal kurz schießt und dann nochmal kurz schießt, dann halt gedrückt hält. Ah, jetzt kommen hier die Marines. Und dann macht er halt diesen Doppelschuss. Das gehört also tatsächlich dazu. Nur komme ich jetzt hier nirgendwo durch. Das ist ja blöd. Komme ich da mit dem Motor gar nicht durch?
gleich mal ausprobieren, ob der auch noch irgendeine Feuerfunktion hat. Nee. Ja, der passt wieder überall durch. Das ist der Smart unter den Allianz-Fahrzeugen. Nicely done, Spartan. Return to the base camp. Komm schon. Danke. Ist ja komisch, dass ich wieder zurückfahren muss. Da kommt doch bestimmt noch irgendwas. Irgendein Angriff. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Gerade so. Spartan, our base is under covenant. Ja, sag ich doch. Repel the attackers. Do not let this base camp fall. Good work, Spartan. We've got our forward operating base on Gamma Halo. Ha. Und es müssten auch genug Punkte sein, um durchzukommen. Ich will es ja nicht beschreien, aber diesmal läuft es ganz gut. Mal sehen, wie lang. Erkunden Sie den Dschungel nahe der UNSC-Basis und begeben Sie sich zu den Koordinaten, die der MND aus den Glyphen dechiffriert hat. Dechiffrieren konnte, so rum. Können wir wieder einen Booster mitnehmen? Ja. Ey, wenn es läuft, dann läuft's. Gear up, Spartan. Time to move on that Forerunner location and find out what it is. Since the Covenant are interested, it's safe to assume it's dangerous. Move out. Das sind ja aber nicht die Covenant, Freunde. Das ist eine andere Art von Bedrohung. Ich weiß gar nicht, kannte man die an der Stelle eigentlich schon? Kannten die schon, oder? Es war wahrscheinlich zu viel gehofft, dass das nochmal eine neue Location geben würde oder irgendwie was groß Neues. Es gibt halt dieselben Umgebungen noch mal ein bisschen in andere Level gepackt. Aber bis jetzt waren die beiden beziehungsweise die drei Abschnitte eigentlich ganz cool. Oh, verdammt. Ja, das war nicht so clever. Oh. Jetzt reiße ich hier meinen halben Schreibtisch runter. Neuer Versuch. Gear up, Spartan. Time to move on that Forerunner location and find out what it is. Since the Covenant are interested, it's safe to assume it's dangerous. Move out. Ich will eine Waffe haben. Ich will eure beiden Waffen haben. Ein bisschen Nahkampf-Action. Ach, hier sind wir ja schon. Hä, wie bin ich denn jetzt hier so schnell hingekommen? Ach so, der andere Weg führt dann hier unten lang. Okay. Na gut. Wie hübsch das mit den Pflanzen, mit diesen leuchtenden Pflanzen aussieht. Ich hau ihn mal kurz ab. Ja,
So viel Granate muss sein. Dann ist ja gleich wieder Scharfschützenzeit. Und Scharfschützenzeit ist beste Zeit. Das ist aber eine Millisekunde zu spät mit seinem Schild. Oh, Fahrzeug, gib mir dein Fahrzeug. Komm her, komm her, komm her, komm her. Dankeschön. Das hat er sich bestimmt auch anders vorgestellt, als er heute Morgen losgefahren ist. Und dann noch ein anderer Gleiter. Geil. Das ist ja perfekt. Ist auch geil, dass das Ding drei Einstiegswege hat. You're getting close, Spartan. Whatever is at the location, they obviously don't want us near it. Was ist das für eine Kanone? Nein, eine zerstörte Kanone im Zweifelsfall. Ich würde schon sagen, irgendwo müssen noch die Punkte herkommen. Scheinbar hier von diesem Abschnitt. Dass die mal alle ihre Schilde retten wollen. Und hier komme ich natürlich nicht durch. Was habe ich denn dabei? Maschinengewehr und den Laser. Na komm, Mut hast du auf. Was ist so gedacht? Was habe ich denn dabei? Ich habe das Teleportationsding dabei. Another portal. The one opened at the altar isn't the only one. Ach, das war's schon wieder. Das ging ja schnell. Ja, dann waren das jetzt mal zwei kurze Folgen. Zwei kurze Level, so rum. Gut, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss.